Herzlich willkommen zu meinem Video Scratch 3.0 einfache Schleifen und Variablen. Du wirst mit Hilfe dieses und der anderen Videos des Scratch Tutorials rasch Schritt für Schritt mit Hilfe der kostenlosen Software Webseite Scratch den Einstieg in das Programmieren finden. Mach am besten gleich mit und in der Videobeschreibung hier unten findest du eine Liste mit allen anderen Scratch Videos, die, wenn du sie von Anfang an durcharbeitest, wir sind hier gerade im zweiten Video, die rasch helfen werden, dich in Scratch zurechtzufinden. Ja, hier geht es um einfache Schleifen und Variablen. Ich habe hier ein Programm bereits angelegt, wie du das machst, wie du Blöcke hereinziehst, hast du im ersten Video sicherlich schon gesehen. Und wenn ich das jetzt hier mal abspiele, hier starte, dann dreht sich und kommt zum Schluss hier 1 raus und hier ist da etwas eingeblendet. Was sehen wir hier? Gehe zu, 1.1 ist hier ein Befehl, ein Block aus dieser Kategorie Bewegung. Er bewegt sich an die Stelle 1.1. Wenn ich jetzt hierher gehe und starte, dann würde er hier dementsprechend dann sich hierher bewegen. Wiederhole 10 Mal ist eine Schleife. Im ersten Video bin ich schon einmal kurz darauf eingegangen. Das bedeutet, ich habe hier eine Schleife. Wenn die Bedingung erfüllt ist, dass ich hier 10 Mal etwas gemacht habe, was sich hier drinnen ist, also das, was in der Schleife drin ist, wird immer wiederholt. Wenn das 10 Mal gemacht wurde, geht es weiter hier mit dem nächsten Block. Da haben wir andere Arten von Schleifen. Das wäre hier wiederhole fortlaufen. Das wäre eine sogenannte Endlosschleife. Dann würde sich ewig dann hier diese Befehle, die da drinnen sind, diese Blöcke würden ewig wiederholt werden, bis man hier rechts oben dann auf Stopp drücken würde. Etwas Ähnliches haben wir ja hier, nur dass hier etwas gesagt wird. Und hier haben wir eine verschachtelte Schleife. Das ist eine Schleife in einer anderen Schleife. Und dann würde das hier so sein, es würde hier anfangen, abgearbeitet werden, dann kommt es hier, wird das hier 10 Mal machen, dann geht es wieder raus, geht hier wieder. Das heißt, das hier herinnen würde dementsprechend dann 100 Mal gemacht werden und das hier würde 10 Mal gemacht werden. Und dann haben wir noch andere Schleifen praktisch, die ein bisschen verfeinert sind, ähnlich wie es dann auch hier ist. Nur, dass hier wiederholt wird, bis eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, dass hier zum Beispiel eine Variable einen bestimmten Wert hat. Jetzt geht es um Variablen. Ich habe hier setze Zahl auf 0, dann hat die Variable Zahl, so habe ich den Namen gegeben, hat dann den Wert 0. Und im nächsten Schritt dann würde hier dann eingeblendet werden, ein Wert von 0, das wird ja schon dargestellt. Dann setze Zahl auf Zahl plus 1, dann würde dann Zahl den Wert zu wieder 1 dann hinzugezählt. Dann schauen wir uns das hier mal in der Abbildung hier an, dann wird es vielleicht klarer. Ich habe hier als Beispiel a ist gleich 5. Wenn ich dann a ist gleich a mal 2 mache, das kennst du aus der Mathematik schon, dann wird das ja verdoppelt, mal 2 gerechnet, dann hat a dann den Wert von 10. Ähnliches wird hier gemacht, Zahl hat den Wert von 0, dann nehme ich die Zahl. Zahl ist gleich Zahl plus 1, das würde hier dem hier entsprechen. Ja, und wenn wir schon dabei sind, es gibt Zahlenvariablen, es gibt Textvariablen. Zahlenvariablen enthalten im Prinzip Zahlen, Ziffern und Textvariablen enthalten Texte, Buchstaben. Das heißt, man unterscheidet sie nach dem, was bei ihnen gespeichert wird. Bei Scratch hast du ein Glück, im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen, dass es nicht so kompliziert ist, mit diesen Variablen zu arbeiten. Auf der rechten Seite sieht man hier einen Umgang dann mit Textvariablen. Das werden wir in einem anderen Zusammenhang dann noch etwas besser kennenlernen. Wie man so Variablen dann anlegt, das zeige ich dir hier. Man geht hier auf Variablen, geht hier auf neue Variable, legt dann einen Namen fest, zum Beispiel b. Für alle Figuren und für diese Figur, ich nehme es einmal für alle Figuren und habe dann hier b eingeblendet und kann dann mit b dann arbeiten. Wenn ich nämlich jetzt hier auf Variablen gehe, da bleibe, dann kann ich jetzt hierher gehen, zum Beispiel setze und da kann ich dann einstellen, welche Variable ich verwende. Und ich habe hier die Variable b zum Beispiel, habe hier auch die Variable Zahl, die ich hier schon angelegt habe, MyVariable ist schon angelegt, kann mir sie halt auswählen und kann dann hier dann zum Beispiel dementsprechend einen bestimmten Wert dann zuweisen. Und mit all diesen Befehlen kann ich hier dann dementsprechend arbeiten. Verbinden kann ich das Ganze dann auch zum Beispiel, wenn ich hier dann mit sogenannten Operatoren arbeite, könnte mir das hier dann hereinziehen. Gedrückte linke Maustaste, ziehe das herein oder schreibe es jetzt in dem Fall und könnte jetzt hier zum Beispiel sagen 5 plus 3. Und du wirst dann sicherlich wissen, was dann herauskommen würde. Da würde dann dementsprechend dann 8 herauskommen. Wenn ich da einmal draufklicke, hat sich auf der rechten Seite dann der Wert dann verändert. Ich könnte aber auch dann andere Variablen noch verwenden. Ich gehe auf Variable und könnte hier dann zum Beispiel Zahlen mir nehmen und könnte sagen, setze den Wert der Variable b auf Zahl plus 3. Das heißt, das, welchen Wert Zahl vorher schon hat, wenn der zum Beispiel 1 hat, 1 plus 3 wäre dann dementsprechend dann zum Beispiel 4 und es wendet sich dann auch wirklich tatsächlich der Wert auf 4. So, ich lösche das jetzt hier mal.
lösche diese drei Blöcke und bin dann dementsprechend hier wieder bei diesem Ursprungsprogramm. Ja, du hast jetzt gelernt, was einfache Schleifen sind, hast das nochmal wiederholt und hast jetzt auch gelernt, was Variablen sind, wie man diese festlegt und wie man mit Hilfe von hier Variablen mit Operatoren dann arbeiten kann. Weitere Beispiele wirst du dann in den nächsten Videos dann auch noch sehen.